Hollaback. Ich schreibe 16 Zeilen mit Schweiß und Blut und das ist scheiße gut, verdammt mein Eigentum. Ich geh ins ICQ, frag wer den Scheiß produziert. Jo, auf ein grünes Scheinchen finde ich das tight genug. Problem ist nur, dass ihr eine Schande seid, denn für ein bisschen Kohle findet ihr doch alles tight. Ihr habt kein Stolz, Interesse, gute Musik zu pumpen. Ihr lasst von jedem Dorftrottel eure Beats verhunzen. Ihr macht jetzt Promo, ey, und wollt damit publik gehen. Ihr seid nur die Prostituierten dieser Musikszene. Ihr seid käuflich, spätestens seit eBay boomt, denn so vertickt ihr an höchstbietende DJ-Tunes. Ist kein Widerspruch, ihr seid nicht wert, ich rappe lieber a cappella und nenn's mein eigenes Werk. Producer, Hurenbeine, breit, so kommt ihr an Geld. Dann bleib ich halt, was Beats betrifft, kommerziell. Producer, verkauf nichts als Lügen. Liar. Jeder kriegt das, was er verdient und deshalb bekommt ihr von uns keinen Cent für einen abgefuckten Beat. Producer, verkauf nichts als Lügen. Liar. Jeder kriegt das, was er verdient und deshalb bekommt ihr von uns keinen Cent für einen abgefuckten Beat. Jeder denkt, jeder macht Keys, jeder weiß, dass jeder rappt, also macht jeder auch Beats und alles wird wieder und wieder, wieder gekauft. Beat mit DJ gebaut und für 170 verkauft. Doch ihr baut keine Beats, ihr seid Producer, also kauf ich gleich zwei. Ich bin schließlich auch der nächste Tupac, du Lulatsch. So was hat deine Klick noch nie gesehen? Dann klick auf dein Bildschirm auf hiphopbeat.de. Irgendwie denkt jeder, Hauptsache gut gemischt. Doch spätestens wenn irgendwer mit Plan das hört, bist du gefickt. Tu es nicht, Rap ist wack genug. Hier haben wegen dir jetzt auch die Beats einen schlechten Ruf. Und jeder harte Rapper sagt, dass er nur Scheiße baut, obwohl in Wirklichkeit sein Produzent nur Scheiße baut. Läuft aufs Gleiche raus, ich rap auf Beats von coolen Leuten, was einige von euch auch mal tun sollten. Producer, verkauf nichts als Lügen. Liar. Jeder kriegt das, was er verdient und deshalb bekommt ihr von uns keinen Cent für einen abgefuckten Beat. Producer, verkauf nichts als Lügen. Liar. Jeder kriegt das, was er verdient und deshalb bekommt ihr von uns keinen Cent für einen abgefuckten Beat. Ey, ihr wollt neuen Shit, aber ich sag euch, wie die Lage ist. Dieses fucking Biss ist ein virtueller Straßenstrich und solange ich kein gratis Fick von diesen Produzenten-Schlampen krieg, wird das mit dem Album nix. Ich kann die Scheiße nur bedauern. 5 Minuten Loops bietet ihr bei MySpace zum Verkauf an, lächerlich. Ihr wollt dick die große Kohle scheffeln und glaubt doch im Vorhinein ernst, dass ich für eure Promo rappe. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Hier die Quintessenz, ihr seid wieder Businessmans, noch die neuen Timberlands. Nur weil einer mit der Scheiße anfing, glaubt jetzt jeder, dass er seinen Shit für Kohle an den Mann bringt, nicht mit mir. Und falls die Striche erst noch nicht kapiert, dann seid euch sicher, dass jeder, der Geld von mir will, sich blamiert. Für ein Instrumental, ganz im Ernst, Mann, ich krieg auch keine Kohle von euch für eine Cappella. Producer, verkauf nichts als Lügen. Liar. Jeder kriegt das, was er verdient und deshalb bekommt ihr von uns keinen Cent für einen abgefuckten Beat. Producer, verkauf nichts als Lügen. Liar. Jeder kriegt das, was er verdient und deshalb bekommt ihr von uns keinen Cent für einen abgefuckten Beat.